denn, mit der TAR oder mit einer 190 eine Mustang abzuschießen? Ja, wie soll ich das nur sagen? Das wird wahrscheinlich jeder anders gesehen haben. Also die Mustang, ich habe vornherein gesagt, die war gut. Also man sollte sie gar nicht unterschätzen. Die Mustang war schnell, lebendig, war gut. Sie hatte einen großen Vorteil gegenüber allen unseren. Also mit der TAR habe ich keinen Mustang mehr gegen Mustang gehabt. Schade, heute glaube ich, dass ich den Vergleich habe. Mit unserer 990 Mustang. Die Mustang fiel wirklich. Die Mustang machte Anfangskurve unheimlich schnell. Also die Einleitung der Kurve. Da hat, wenn man ein Stück weg, also da war schon fast hinter einem. Und viele Piloten sind dann, haben da die Nerven verloren von uns und haben gesagt, wir haben uns weggestürzt und da waren sie gleich erledigt. So. Aber wenn man weiter gekurft hat, hat man sie wieder gekriegt. Ja, das wusste man. Die Alten wussten das alle. Einzel alleine braucht man bei der Mustang nicht. Ich sage das so, weil ich das aus meiner Erfahrung so kenne. Aber natürlich, die waren ja immer 10 oder manchmal 20 Wochen übermacht. Das war das Schöne. Wenn man mal einen besucht hat, der von uns hier, da hat er genommen, dann Mustang haben wir immer gesehen. Die war rundherum.